What's poppin', boys and girls? Ja, wie geht's euch so? Ich weiß nicht, ob ich schreien muss. Hier ist so eine Lüftung an und ich hoffe, dass ihr mich verstehen könnt. Wenn nicht, dann werden wir diesen sehr intimen Moment im Internet niemals teilen können. Vielleicht sollte ich kurz ein bisschen Kontext geben, warum wir uns zusammen in der Badewanne befinden. Erstmal brauche ich Tee. So. Ja, ich saß eben auf dem Sofa und mir geht es nicht so gut. Also ich glaube, ich brüte irgendwas aus, eine fette Erkältung oder eine Grippe oder so. Und ich hatte irgendwie Bock zu baden und gleichzeitig war ich so traurig, weil ich heute so gerne ein Video gedreht hätte. Und dann habe ich gedacht, hey, wieso kombinieren wir das nicht? Heute möchte ich über ein Thema sprechen, was mir sehr, 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 sehr doll am Herzen liegt. Ich glaube, es ist quasi mit das Thema und der Gedanke, die mein Leben in den letzten Wochen am meisten verändert hat. Und deswegen hatte ich das Bedürfnis, euch das zu erzählen, weil wofür ist dieser Kanal da? Wenn nicht dafür, dass ich euch teilhaben lasse an den Gedanken, die ich cool finde. Also dieses Video ist auf jeden Fall für die Menschen, die sehr viel nachdenken, die sehr viel über ihr Leben nachdenken, denen es vielleicht manchmal auch nicht so gut geht oder die sich so ein bisschen verloren fühlen. Vielleicht pflanzt sich dieser Gedanke bei euch genauso, vielleicht funktioniert bei euch aber auch einfach was ganz anderes. Vielleicht wollt ihr einfach nur ein bisschen Zeit mit mir verbringen. Ihr könnt es euch aussuchen. Ja, es wird wirklich heiß und der Ingwer hilft jetzt auch nicht unbedingt dabei, dass ich abkühle. Vor ein paar Wochen habe ich bei Kevin in der Infobox ein Video gesehen, was ich angeklickt habe, weil mir langweilig war. Das hieß Systems Over Goals. Genau, ich kann euch das unten in der Infobox verlinken. Und ich war sehr neugierig, weil ich mich sehr, sehr viel mit dem Thema Ziele in letzter Zeit in meinem Kopf auseinandergesetzt habe. Okay, ich erzähle euch erstmal, worum es in diesem Video ging, ja, ne? In diesem Video ging es darum, dass der Mann, der Psychologe, ich glaube, es war ein Psychologe, gesagt hat, dass er es psychologisch für besser hält, wenn man keine Ziele verfolgt, weil Menschen, die Ziele verfolgen, ganz oft sich ein Ziel stecken und dann immer darauf zuarbeiten und wenn sie angekommen sind, dann müssen sie sich ein größeres Ziel stecken, um wieder einen neuen Grund haben, weiterzumachen. Dass man sich aber stattdessen Systeme erbauen soll. Also zum Beispiel, du bist ein Schriftsteller und du magst es zu schreiben und du möchtest ein Buch schreiben, dann nimmst du dir einfach jeden Tag 2 Stunden Zeit. Das sind deine 2 coolen Stunden, in denen du schreiben kannst. Jetzt nur als Beispiel diese Zeitangabe. Es ist völlig egal, wann dieses Buch fertig ist. Du nimmst dir einfach diese Stunden Zeit, die du dir Zeit nehmen möchtest und machst dir eine schöne Zeit, indem du das tust, was du liebst. Ja, ich habe mir das dann so angeguckt, dieses Video, und habe mir gedacht, ja, kann ich nachvollziehen, muss ich erstmal noch so verarbeiten, bin mir nicht ganz so sicher, ob ich ihm zu 100% zustimmen würde, weil Ziele finde ich ja doch eigentlich ganz cool. Da habe ich auch mit einer Freundin, mit der Patricia von die Patty letztens drüber geredet. Ja, ich benutze das jetzt zur Unterstreichung meiner Aussagen. Nein! Doch! Ja, darüber geredet, dass man manchmal ein Ziel braucht, auf das man hinzuarbeitet, um sich besser zu fühlen. Aber dadurch, dass ich dieses Video geguckt habe, hat sich diese Ansicht ein bisschen verändert. So, und dann hat es angefangen, in meinem Kopf zu rattern und es ist etwas richtig, richtig Geiles passiert. Und zwar, dass ich habe mein Verhalten ein bisschen besser verstanden. Und ich habe gedacht, ich erzähle euch das mal, weil euch vielleicht dem einen oder anderen das auch so geht. Genau. Und zwar habe ich darüber nachgedacht, über meinen YouTube-Kanal, ja? So, seit ich ein kleiner YouTuber war, der 2 Abonnenten hatte, habe ich gedacht, irgendwann in meinem Leben, und sei es in 20 Jahren, möchte ich mal so cool sein und 100.000 Abonnenten haben. Ja, und dann habe ich mit meiner YouTuber-Freundin Nisi telefoniert und sie hat gesagt, oh mein Gott, irgendwann kriegen wir den silbernen Play-Button. Das war so voll aufregend, so wie als Kind, wenn man sich sagt, wenn ich erwachsen bin, werde ich mal Britney Spears. Und es war immer, die Vorstellung war so irreal, irgendwann einen Kanal zu haben mit 100.000 Abonnenten. Und dabei ging es gar nicht primär um diese Zahl, sondern eher um dieses, oh, wie cool und aufregend wäre das denn? Weil Leute früher, die 100.000 Abonnenten hatten, waren für mich halt Michael Jackson und Jennifer Lopez. Dann kam irgendwann der Moment, da hatte ich 100.000 Abonnenten und alle so, wow, ich war bei Kevins Familie und alle haben mich in den Arm genommen und haben mir gratuliert und ich habe 1.000 Nachrichten von euch bekommen. Und dann hat irgendwer mich gefragt, und wie ist das jetzt so, wo du 100.000 Abonnenten hast? Ich habe gesagt, ja, voll cool. Und ich habe mir gedacht, ja, ja. So wie mit 99.999 und mit 90.000, 80.000, 70.000, 60.000 und eigentlich auch 5.000. Nur, dass ich mehr Nachrichten kriege. Also, ich will damit sagen, dass ich ein Ziel verfolgt habe, was total aufregend war zu verfolgen. Aber als ich dann da angekommen bin, habe ich dann da war das total enttäuschend. Also,
irgendwie dieses Ziel hat voll geglitzert und als ich dann da war, dann war das gar nicht so glitzerig. Der Weg dahin war super cool. Der Weg ist das Ziel, sagt man ja auch immer so schön, ne? Aber so da anzukommen war so, ja, ganz nett, aber eigentlich ändert sich jetzt auch gar nichts. Und das ist ja mit ganz vielen Dingen im Leben so, ne? Ich habe das ja in meinem Draw My Life auch schon mal erzählt, dass mein Studium so furchtbar war und ich so, so sehr gefiebert habe auf diesen Tag, wo das endlich vorbei ist. Und ich habe mir das vorgestellt, dass die Vögel zwitschern, ich rauskomme und mich endlich richtig, richtig frei fühle. Ja, aber bis dato hatte ich mich so gequält, dass ich gar keine gute Laune hatte. Es hat geregnet, ich war schlecht drauf, ich bin nach Hause gekommen und ich habe mich total leer gefühlt. Und die erste Frage, die mir gestellt wurde von einer Kundin von meiner Mama war, ja und jetzt hast du schon einen Job? Und ich hatte halt keinen. Und es war so, als würde eine neue Last auf mich zukommen. Und so ist es ja ganz oft im Leben, ne? Also mit vielen Zielen, nicht mit allen, aber mit vielen Zielen, dass wir, oh nein, der Schaum geht weg, dann seht ihr, dass ich ein Bikini-Oberteil anhabe. Ich wollte doch die Illusion schaffen, dass ich nackt bin. Verdammt! Dass wir uns ein Ziel stecken, damit wir durchhalten. Also es ist nicht so wie, oh, ich will ein großes Prinzessinnen-Einhornschloss bauen und ich habe ganz doll Spaß beim Bauen und am Ende habe ich ein ganz tolles Prinzessinnen-Einhornschloss, mit dem ich spielen kann, sondern es ist eher sowas wie, okay, halt durch, dann hast du dein Abi, halt durch, dann hast du dein Studium in der, in der Tasche, bla bla bla. Und es wird uns so anerzogen im Schulsystem, ja, halte durch, bald hast du es in der Tasche. So, und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe das mit in mein Leben integriert. Also, das bedeutet, dass ich zum Beispiel dieses Durchhalten bis zum Ende auf Sachen übertragen habe, die mir eigentlich Spaß machen würden. Also zum Beispiel, ich habe ja schon öfter erzählt, ich sitze gerade an einem Kochbuch. Ich wollte voll gerne ein veganes Kochbuch machen. Irgendwie von dieser Idee, dass das Spaß machen könnte, ist halt ein Plan geworden, wie okay, einen Monat koche ich jeden Tag ein Gericht und fotografiere das und es muss an dem und dem Termin fertig sein. Und dabei wird das, was eigentlich Spaß machen sollte, zur Geißelung. Und dann, wenn wir es fertig haben, was haben wir denn dann davon? Dann ist es halt zu Ende. Die Zeit ist zu Ende, in der wir es machen. Und dann haben wir es in der Hand. Aber ist es dann wirklich so toll, wie wir gedacht haben, dass es wird, als wir die Idee hatten, dass wir Lust hätten, das zu machen? Solche Gedanken sind mir halt durch den Kopf gegangen. So, und dann kam meine Buchhaltung, ja? Ihr wisst, ich bin selbstständig, so. Einmal im Monat setze ich mich hin und mache meine Buchhaltung. Ich hasse das. Belege sammeln, Kontoauszüge, alles zusammensuchen. Ich weiß nicht warum, ich stehe halt eigentlich nicht auf so einen Scheiß, aber es muss gemacht werden. Jeder von uns hat Aufgaben und Arbeiten zu tun, sei es, die einfach gemacht werden müssen. Das ist halt einfach so. So, und dann auf einmal musste ich an dieses Video denken. Und ich habe gedacht, System over Goals. Denk nicht darüber nach, dass du es schnell fertig kriegen willst, sondern überlege, wie du es machen kannst, dass es dir mehr Freude bereitet. Und dann habe ich angefangen, meine Ordner zu dekorieren. Ich habe die Ordner, in denen ich meine Kontoauszüge und meine Belege habe, habe ich angefangen so zu designen, Sachen auszudrucken, die ich richtig cool finde. Dann habe ich mir so eine coole Vintage-Box gebastelt, wo ich meine Belege reinmache und dann habe ich mir Kekse geholt und habe mir einen Tee gekocht. Ja, habe mich dann da hingesetzt und habe meine Steuer gemacht und hatte wahrhaftig Spaß. Es hat irgendwie Spaß gemacht, weil ich es auf meine Art und Weise gemacht habe. Ja, es war auf einmal nicht mehr diese blöde Erwachsenensache, die man machen muss. Und auf einmal habe ich in das Regal geguckt, wo meine Steuersachen standen und habe mich voll darauf gefreut, das nächsten Monat wieder zu machen, weil ich dann diese Sachen, die total cool aussehen, jetzt wieder benutzen kann und ich einfach der coolste Steuermensch der Welt bin, mit dem schönsten Steuerordner der Welt. Ich habe versucht, das auf alles zu übertragen. Ja, immer wenn ich jetzt Sachen machen muss, wo ich keine Lust zu habe oder wo ich mich zu zwingen muss, dann versuche ich das in etwas Schönes zu verwandeln, so schön wie es geht, weil ich verstanden habe, dass wenn ich persönlich, das bezieht sich jetzt auf meinen persönlichen Charakter, wenn ich ein Ziel erreiche, dann ist es oft nicht befriedigend. Es ist oft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und damals, in Zeiten, als ich noch in der Schule war, wo mein Abschluss noch nicht in Aussicht war und ich eh jeden Tag dahin gehen musste, habe ich immer das Beste aus allem gemacht, ohne darüber nachzudenken, wo ich am Ende ankomme. Ich kann nur sagen, das hat die letzten Wochen für mich so viel schöner gemacht.
Ich hatte so unfassbar tolle Tage, wo ich Dinge getan habe, die ich liebe, wo ich, wenn ich in den Baumarkt fahren musste, weil ich irgendwas Nerviges wie Wandfarbe zum Streichen holen musste, habe ich mir noch irgendwie ein paar Kakteen gekauft und habe mein Zimmer dekoriert. Und als ich mein Zimmer tapeziert habe, habe ich mir das coolste Hörbuch der Welt einfach rausgeholt. Das heißt Zeitenzauber, es ist ein Teenie-Hörbuch, ich kann es euch nur empfehlen. Und habe mir irgendwie Kakao gemacht, einmal die Stunde, und habe halt mir das schön gemacht. Und seitdem ist es fast egal, was ich mache. Es macht irgendwie Spaß, weil ich vorher überlege, wie kann ich das schön machen? Und dann habe ich gedacht, ich habe so viele Zuschauer, die mir schreiben, wie furchtbar ihr Studium ist oder dass sie durchhalten müssen oder dass das, okay, das Abi ist jetzt vorbei, aber jetzt so theoretisch, ne? Vielleicht erzähle ich euch das einfach, weil man kann sich ja auch sowas wie Lernen schön machen, wisst ihr, indem ihr euch eine Atmosphäre fasst. Vielleicht ist es am Schreibtisch für euch blöd, vielleicht müsst ihr euch eine Kissenlandschaft bauen. Ist total unpraktisch, aber vielleicht seid ihr der Typ dafür. Macht euch was Leckeres zu trinken und macht euch einen Zeitplan, dass ihr alle 20 Minuten, 10 Minuten Hörbuch hören könnt oder ein bisschen tanzt oder malt oder halt was Cooles habt. Wisst ihr, dass ihr eine gesunde Abwechslung habt und euch nicht geißeln müsst. Am Ende ist die Zeit, die zwischen unseren Zielen liegt, die Zeit, die unser Leben ausmacht, das sind die 80-90%, die unsere Lebenszeit ausmachen. Und die muss man ja irgendwie so verbringen, dass sie Spaß machen können. Also es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Und deswegen habe ich für mich rausgefunden, okay, ich rede keine Ziele mehr schlecht, weil ich immer welche haben werde, aber ich werde ein Ziel haben, aber mich nicht mehr darauf fokussieren, sondern werde mich auf den Moment fokussieren und gucken, auf dem Weg zu diesem Ziel, was irgendwann fertig oder vorbei sein wird, wie kann ich dann jetzt gerade eine gute Zeit haben? Ich wollte euch an meinen Gedanken teilhaben lassen. Vielleicht hattet ihr ein paar schöne Minuten, vielleicht denkt ihr, ja, Jaco, die labert schon wieder rum und kann nie mal klarkommen. Vielleicht macht ihr das, was ich gerade mache, schon euer ganzes Leben lang und ihr habt nicht so einen Struggle mit so verrückten Gedanken, wie man über sein Leben denken sollte. Ja, ich bin halt so. Ich werde jetzt auf jeden Fall dieses Video extrem schnell beenden, weil es verdammt heiß ist und ich gleich wirklich, wow, das geht immunsystemtechnisch sonst wirklich nach hinten los. Ihr seid süß, ihr seid klein. Ich verlinke euch hier Videos, die irgendwie zu diesem Thema passen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ihr kleinen, kleinen Motten in Grotten. Peace up, A-Town. No, 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 no.